Hallo, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels und ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule in Düsseldorf. Heute möchte ich eine neue Videoserie starten, und zwar zum Thema, wie man in der Rechtswissenschaft richtig zitiert. Dazu habe ich eine Mindmap erstellt, die Sie hinten sehen können, den Überblick. Und zu jedem dieser vier Punkte werde ich ein eigenes Video machen. Heute fangen wir an mit dem Punkt, wie ich eigentlich Gesetze zitiere. Die Mindmap können Sie wie immer herunterladen. Ich werde den Link einstellen. Also wenden wir uns mal der Frage zu, wie man Gesetze richtig zitiert. Sie sehen, ich habe eine Reihe an Beispielen gemacht, aber wir wollen vielleicht erstmal abstrakt anfangen mit der Frage, wo zitiere ich Gesetze eigentlich in juristischen Texten? Und die Antwort ist, Gesetze werden im Text zitiert. Das heißt, es ist nicht so, und das wird im BWL-Bereich häufiger gemacht, aber in der Juristerei ist das unüblich, dass man Gesetze in Fußnoten zitiert. Gesetze sind das Arbeitsinstrument der Juristen und werden deswegen im Text aufgeführt, nicht in den Fußnoten. Auch werden Gesetze nicht im Literaturverzeichnis aufgeführt einer wissenschaftlichen Arbeit, denn das Literaturverzeichnis enthält nur Literatur und Gesetze sind eben keine Literatur, sondern sind im Prinzip die Primärquelle, mit der Juristen arbeiten. Also werden Gesetze im Fließtext, im Haupttext zitiert. Wie läuft das jetzt? Dazu haben sich in der Juristerei zwei Hauptformen etabliert. Das sind jetzt alles Konventionen, man kann das auch anders machen und das ist dann vielleicht auch nicht falsch, aber es ist halt unüblich. Und wenn Sie im juristischen Bereich unterwegs sind, dann sollten Sie eine dieser beiden von mir vorgeschlagenen Zitierweisen verwenden, weil alles andere wirkt halt unprofessionell. Es gibt einmal die Langform und einmal die Kurzform. Ich habe dann abstrakt aufgeschrieben, was die Langform bedeutet. Die bedeutet, dass Sie den Paragraphen oder den Artikel, dass Sie Paragraph oder Artikel schreiben, danach die Zahl, dann den Absatz, dann den Satz und dann Nummer, Alternative oder Buchstabe und am Ende die Kurzbezeichnung des Gesetzes. So werden üblicherweise Gesetze im Text zitiert. Wichtig ist, gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten, dass Sie präzise Gesetze zitieren. Das heißt, es reicht eben nicht, wenn Sie nur Paragraph 164 BGB schreiben, wenn Sie in Wirklichkeit auf Paragraph 164 Absatz 1 Satz 1 BGB Bezug nehmen wollen. Oder Paragraph 400, Sie sagen zum Beispiel, fraglich ist, ob A einen Kaufpreisanspruch hat. Und dann schreiben Sie, der Kaufpreisanspruch des Käufers ergibt sich aus Paragraph 433 BGB. Das wäre falsch, weil er sich nämlich aus 433 Absatz 2 BGB ergibt. Also man muss so genau wie möglich zitieren. Und um die genaue Bezeichnung dann auch abzubilden, haben sich diese beiden Formen eingebürgert. Die Langform, wie gesagt, ich habe hier Beispiele aufgeführt. Da schreibt man dann zum Beispiel Paragraph 164 Abs.1 S.1 BGB. Auch die Leerzeichen sind übrigens wichtig. Ich sehe häufig, dass Leerzeichen ja vergessen werden oder eins zu viel gesetzt wird. Ich habe hier extra in dem Beispiel genau aufgeschrieben, wie das auch mit den Leerzeichen zu machen ist. Also insbesondere steht zwischen Paragraph und der Zahl ein Leerzeichen. Und übrigens, gerade bei Steuerrechtlern ist das häufig so, dass ich sehe, dass die den Absatz bei Absatz und dann die Zahl 1 dann in Klammern setzen. Das ist aber auch unüblich. Und im juristischen Bereich wirkt das seltsam. Das heißt, obwohl das Gesetz ja teilweise auch Klammern enthält, wenn Sie ins Gesetz selber gucken, trotzdem zitiert man den Absatz dann die Zahl ohne Klammern, so wie ich das hier aufgeschrieben habe. Ich habe noch ein paar weitere komplizierte Beispiele versucht Ihnen zu geben. Wenn wir vielleicht einfach mal gucken, Paragraph 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe A Einkommensteuergesetz. Steuergesetze sind halt immer besonders kompliziert und haben viele Unterbuchstaben. Das ist dann, wenn ich auf diese Vorschrift Bezug nehmen möchte, die ich hier blau markiert habe, dann ist die Zitierweise so, wie ich sie gerade gesagt habe, Paragraph 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe oder Litera A Einkommensteuergesetz. So, und dann haben wir zum Beispiel Grundgesetz, das habe ich jetzt nicht aufgeführt, dann habe ich noch ein anderes Gesetz aufgeführt, da werden wir gleich sehen, dass es natürlich wieder eine Ausnahme gibt, wann Gesetze eben doch in Fußnoten kommen und da habe ich jetzt Sternchen dran gemacht. Das sind Gesetze, die nicht so bekannt sind oder eben europäische Gesetze. Vielleicht noch eine Übung zur Datenschutzgrundverordnung. Artikel 17 Absatz 1 Litera B Buchstabe B. Das wäre dann hier diese Vorschrift, Artikel 17 Absatz 1 Litera B, die ich hier blau unterlegt habe beim Recht auf Löschung.
Die Kurzzitierweise, die man hauptsächlich in Klausuren verwendet oder die auch teilweise in Kurzkommentaren verwendet wird, die ist ein bisschen einfacher. Das heißt, man hat da dann den Paragraphen wieder oder Artikel und dann die Zahl und dann der Absatz wird dann nicht abs, Punkt und mit einer arabischen Zahl aufgeschrieben, sondern stattdessen wird eine römische Zahl verwendet und der Satz wird dann mit einer arabischen Zahl dargestellt. So dass sie dann Paragraph 164 römisch 1, arabisch 1 BGB hätten. Oder Paragraph 7G arabisch 1, römisch 1, arabisch 2 Nummer 1 lit A ESTG. Diese Zitierweise sollten Sie aber nicht in Hausarbeiten verwenden oder in Bachelor- oder Abschlussarbeiten. Da hat sich eingebürgert, dass man die Langzitierweise verwendet. Die Kurzzitierweise, wie gesagt, in Klausuren, auch Examensklausuren, da können Sie die Kurzzitierweise verwenden, um eben einfach auch Zeit zu sparen. Wichtig ist aber, meine Damen und Herren, und das wird sich durch die ganze Videoserie ziehen, machen Sie es bitte einheitlich. Mischen Sie nicht zwischen Lang- und Kurzform innerhalb eines Textes. Das sehe ich ganz häufig. Das ist wiederum ein Fehler, der nicht sein muss. Wann tauchen Gesetze jetzt ausnahmsweise in Fußnoten auf? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten oder zwei Szenarien, in denen man das machen soll. Das eine ist, wenn die Gesetze nicht so bekannt sind. Deutsche Gesetze, die weniger verwendet werden. Zum Beispiel dieses Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. SAG. Da habe ich jetzt § 96 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe A SAG habe ich im Text geschrieben und dann mache ich da eine Fußnote dran, weil die meisten Leute das SAG nicht kennen und schreibe dann in die Fußnote rein Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, so wie das Gesetz selber zitiert werden möchte. Das sehen Sie dann auch, wenn Sie dieses Gesetz aufschlagen, wie dieses Gesetz zitiert wird. Das habe ich hier einmal als Beispiel angegeben. In der Fußnote tauchen dann diese ganzen Angaben auf. Insbesondere taucht die Angabe auf das Datum des Gesetzes, wo das im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist und wo die letzte Änderung veröffentlicht wurde. Das Gleiche gilt auch für europäische Gesetze. Also bei der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, wenn Sie die zitieren im Text, dann machen Sie auch eine Fußnote und schreiben dann unten in die Fußnote, aber bitte immer nur, wenn Sie die erstmalig verwenden, diese Gesetze. Danach müssen Sie nicht immer wieder ans SAG und an die DSGVO eine Fußnote setzen. Das heißt, Sie setzen dann bei der DSGVO das erste Mal, wenn das DSGVO in Ihrem Text auftaucht, setzen Sie eine Fußnote und schreiben dann die gesamte Bibliografie der EU-Verordnung hier dran. Habe ich Ihnen hier auch aufgeschrieben, wie man EU-Verordnungen richtig zitiert. Können Sie anhand des Beispiels gut erkennen. Zeigt sich aber auch immer, wenn Sie die Normen und die Gesetze, Verordnungen aufschlagen, sehen Sie auch, wie die zu zitieren sind. Im Literaturverzeichnis, wie gesagt, haben Gesetze gar nichts verloren. Gut, fassen wir doch mal kurz zusammen. Gesetze sind keine Literatur, werden im Text zitiert. Es gibt eine Lang- und eine Kurzform. Zitieren Sie bitte immer so präzise wie möglich, also bis auf die letzte Ziffer runter, wenn ein Gesetz halt bis zu Litera ist und Sie gehen in einen Buchstaben rein, zitieren Sie bitte die ganze Reihe, nicht nur den Paragraphen. Zitieren Sie in Hausarbeiten die Langform und in Abschlussarbeiten und in Klausuren nehmen Sie die Kurzform, machen Sie es einheitlich. In Fußnoten haben Gesetze normalerweise nichts verloren, es sei denn, sie sind weniger bekannt oder es handelt sich um europäische Gesetze. Dann beim erstmaligen Auftauchen bitte einen Verweis in die Fußnote setzen und im Literaturverzeichnis Gesetze aufzunehmen, ist ein schwerer Fehler. Das war's für heute und beim nächsten Video beschäftigen wir uns dann damit, wie man die Rechtsprechung zitiert. Bis dahin, alles Gute.